Und damit herzlich willkommen. Das ist ein Schmann, ja. Aufnahme Nummer 2, kurz bevor ich gespeichert hatte, kurz vor Babelsberg, ist mir das Spiel tatsächlich abgeschmiert. Ja, nervt. Wir hatten es. Na egal. Ist egal, wir spielen das andere Spiel, das ist das Problem. Ich hoffe nur, wir. Ja. Spielen wir genauso gut wie vorhin. Derzeit ist jetzt er Fürth am Drücker. Kommt, Jungs, kommt. Fürth macht jetzt hier mehr das Spiel, schade. Zulauf und Trinks durch die R von der Abwehr. Mary kann zunächst noch klären. Ich hasse Abstürze im MM, ich hasse sie. Habe ich. Aber die Taktik haben wir gemacht in der letzten Folge. Die haben wir gemacht. Jo. Gut. Jetzt wir mal. Kommt. Naja. Ah, nee, wie ist er? Verletzung. Von Lamm. Gut, weiter. Aua, Adaptorenzerre. Ey, das dauert. Das dauert. Ah, das kotzt mich trotzdem ein wenig an. So was. Weil nach unserem Spiel da jetzt hier keinen Zugriff kriegen. Jetzt mal eine kleine Chance. Einwurf von Marx. Hesel kommt raus und fällt den Ball ab. Aber unnötig wie Drops hier. Unnötig. Mary eine 5-0, was ist denn da los? Aldi eine 4-5. Mike eine 4-0, das sind 3-5 durch eine Mini-Chance. Ja, aber kann nicht kontrollieren. Ah ja. Nochmal eine Chance von uns. Aber hier sind das kleine Dinger. Ganz schwaches Abspiel jetzt. Von Kevin Möwald. Schade drum. Echt schade drum. Aber ich glaube, wir müssen in der Halbzeit echt noch mal ran. Ja. Ecke jetzt für Fürth. Okay, durch Trinks. Schwacher Kopfball von Özdemir. Genau auf den Torwart. Königshofer halt. Ohne Mühe. Okay, jetzt haben wir mal eine Ecke. Zimmer da einen rausgeholt. Ja, eine recht gute Möglichkeit mal. Von links, Okan Aydin. Ah, was? Ja. Außenpfosten und dann noch festgehalten, hochgezogen. Schade, nochmal zum Mai geht ein zwei Strafraum haben zu Boden eingeknappt, davor einmal. Ja. Jung! Komm weiter so! Weiter nach vorne! Oh, jetzt gefährden die auch noch mal hinten rote Karte. Was soll denn das? Na, jetzt bauen sie wieder ab. Jetzt bauen sie wieder mächtig ab hier. Die Bombe. Die Art und Weise gefällt mir gerade nicht. Die Art und Weise gefällt mir gerade nicht. Jetzt mal Angriff Nummer 5. Wir führen aber schon 1-0. Zander kann nochmal zur Ecke klären. Super. Eckball. Eine gute Möglichkeit hier. Von links. Königshofer weiß nicht mehr. Bleibt dann allerdings doch Sieger gegen Karim. Boah. 3 Minuten Nachspielzeit. So ganz zufrieden bin ich schon nicht, schwa. Und nochmal eine Möglichkeit für Fürth, kurz vor Schluss. Oh, Lukas kommt dran. Das ist echt unnötig spannend hier. Was? Das Schnellte
Sein Schuss wird abgeblockt. No. Halbzeit 0-1. Das finde ich schade. Das war nicht der Matchplan. So. Hier will ich mal kritisieren. Das sind zwei alte Leute hier und ältere. Da muss mehr gehen. Da muss echt mehr gehen. Gerade in der Verteidigung. Das ist mir alles noch zu schwammig. So. Kommt. Harry wird ausgepfiffen. Okay. Ah, da war voll befort. Okay. Jetzt der Kostet für Fürstner. Da kam man langsam mal nicht. Aber jetzt wird komplett ideenlos. Also, jetzt muss ich reagieren. Wenn keine Ideen aus dem Mittelfeld kommen, muss ich reagieren. Die Stürme werden da vorne nicht gefüttert mit Möglichkeiten. Also muss ich irgendwas machen. Und versuchen, dass wir hier nochmal einen Ball nach vorne kriegen. Ja, aber ich bin schön Balleroberung im Mittelfeld. Achso, das war's schon. Okay. Jetzt hier nochmal einen Conscience. Naja, Wesel schnappt sich das Leder. Konzentriert euch. Nochmal eine Möglichkeit, eine gute Möglichkeit. Die will ich da abwarten. Freistoß von Tim. Schöner Freistoß auf Mike. Oh. Gut. Ich muss offensiv was machen. Ich muss offensiv was machen. Bleibt mir gar nichts anderes übrig. Null 2. Das darf doch nicht wahr. Also wo habe ich wohl gewonnen, nachdem der Elfmeter gespielt ist? Nee, bevor mit dem gespielt ist. So rum. Das geht so nicht, sage ich jetzt mal. Mal gucken, ob es reagiert. Mal gucken, ob die Jungs reagieren wollen. Ja, gut, Hesel ist auch kein schlechter Tormann, das wissen wir, aber... Unnötig, unnötig. Unnötig wie Drops. Bekleckert sich hier keiner mit Ruhm. Wir gehen jetzt, aber rechts ist... Aydin, der macht auch nicht so die beste Partie. Und das gegen so einen schwachen, ja, Mitspieler. Jetzt linkes Mittelfeld nochmal. Ja, ich sag's immer noch, es geht so nicht. Hier ist schnell schnürkellos. Tom Weiland nimmt Chaliuri auf rechts mit Außenverteidiger. Nach Schütze Grundlinie im Zentrum steht Karim, aber verpasst das Tor. Ja, unsere Jungs machen einfach nichts nach vorne gerade. Das ist. Haben sie ein Schicksal ergeben, finde ich nicht toll. Finde ich echt nicht schön. Da ist keine Moral, die mal sagt, hey, kommt. Da macht unser Torwart wirklich noch das Beste draus. Na gut, was soll's. War mehr drin, war deutlich mehr drin hier. Unnötig wie Drops. Unnötig wie Drops. Wir gehen rein in die Ergebnisse. Wie gesehen, Erfurt gegen Fürth 0-2. Ingolstadt gegen St. Pauli 1-3, Aalen gegen Düsseldorf 1-2, Hannover gegen Union Berlin 2-0, Sandhausen gegen Dresden 3-2, Leipzig gegen
Aue 4:2, Braunschweig gegen Bielefeld 2:0, Karlsruhe gegen Bochum 3:0 und Augsburg gegen 1860 1:1. Ja, sind ein paar andere Ergebnisse dabei. Ich bemühe mich bei jeder leichten Berührung, bei jedem Zusammenstoß, bei jedem Foul im Gegner zuerst den Menschen zu sehen. Ja, mit einer der schlechtesten Teamleistungen hier. Doof. Jetzt 2 Wochen, gut, das geht ja noch. Also echt nicht so. War echt doof, dass jetzt abgespielt ist. Was soll's? Oh, jetzt geht es echt wieder runter. Auf 18 gleich, einen schönen Tag auch. Er kommt, okay. Akzeptieren. Ich nehme mal Webseite. So, fällt aus für 11 Tage. Reserve. Frühstück, was? Hey, da. Ihre beiden Spieler Tim und Christoph richten ein überraschendes Frühstück für die Mannschaft ein. Die Stimmung der Mannschaft steigt um ein zu Supi. Keilmann erstmal herzlich willkommen. Wo kann ID musst. Muss stärker werden. Da muss mehr kommen von Okan. Also da erwarte ich einfach mehr. So, Parker, kann man auch sagen, gut trainiert. Zimmermann, gut trainiert. Da würde jetzt auch mal die Alternative Innenverteidigung auflaufen gegen Babelsberg. Sprich Kemden und Zimmermann. So. Ja, da geht noch was. Da bin ich echt überzeugt von. Wo kann Aydin? Sagen wir mal, körperlich stärker werden, das geht eigentlich meistens. Klos. Ja, gib dem Training alles. Ach, Jung. Ja, was macht meine Maus jetzt hier? Hä? Machst du Zicken? Aydin, 14. Kopfball besser werden. Gut. Passt. Fitzim kann auch wieder reinkommen. Aber warte mal, ich will wie gesagt mal unsere Alternativ, Anführungsstrichen. Ich möchte Marx ein wenig schonen. Giau für ihn hier. Möwald, ja. Möwald hat den Vorteil, er ist so wirklich eine gesetzte Kraft. Das rettet ihn so ein bisschen den Arsch. Aber Aydin ist es nicht. Deswegen kann er sich sowas nicht erlauben. So, Fitzim. Kommt wieder rein. Weil Sandra hat echt eine brutale Form. Wir lassen ihn mal drin. Dann nehmen. Ja, wohl. Nee, komm, passt. Passt. Passt, passt, passt. Wir geben mal was. Immer noch zu unerfahren. Sehe ich nicht. Das sehe ich jetzt echt nicht. Erstens wüsste ich auch nicht, welche Position ich jetzt noch einkaufen sollte. Passt. Bin ich zufrieden mit. So unerfahren finde ich unsere Mannschaft jetzt echt nicht. Die Moral hat mir ein bisschen gefehlt. Ja, das, wenn man zurückliegt, sollte man da ein bisschen mehr machen können. Ein bisschen mehr drauf gehen. Noch ein Frühstück. Hier, Jungs, hier, ja, hä? Jeden Tag frühstücken gehen hier, hä?
Vor allem dieselben Leute. Genau dieselben. Na gut. Genau dieselben. Unnormal. Einfach nur unnormal. Was soll's? Komm, geh jetzt ran an Babelsberg. Ah, durchatmen. Zanderland von Steve. Das ist nicht schlecht. Ich würde aber mir eher wünschen, dass ich Steve bis in den Möwald vornehmen würde. Was die Führungskraft angeht. Weil wir haben im Möwald versprochen, dass er nächstes Jahr unser Kapitän wird. So, gehen erstmal die Nachrichten rein. Gehen erstmal die Nachrichten rein. Junge, Junge, Junge. Zander respektiert Steve sehr. Er ist sehr glücklich, mit ihm in einer Mannschaft zu spielen und lernt von ihm. Seine Führungsqualität verbessert sich um einen Punkt. Das heißt, du hast jetzt eine 4. Schön. Obwohl mit 19 gar nicht so verkehrt. Scouting abgeschlossen. Babelsberg, höchster Form gewinnt bei Kemder. Das ist schön. So. Erste Mannschaft, wir gehen in die Taktik, weil nichtsdestotrotz werden wir hier wieder damit spielen. Manndeckung, weil das möchte ich trotzdem beibehalten. Und ich werde mal vielleicht auch wieder sagen, hat vielleicht jetzt ein wenig gefehlt, ich weiß es gar nicht, dass unser Sechser so ein bisschen Spielmacher ist und Tim so ein wenig, ja, mitspielt als Turmtank, Sturmtank. Ich speichere erstmal, ich speichere. Kann nicht verkehrt sein, ich speichere erstmal. Kommt uns, glaube ich, ganz gelegen. So. Nein, sehe ich nicht. Also ich sehe das nicht, dass sie zu jung ist. Nochmal West zurück. Der ist 31, der ist 34. Nöp. Ich sehe jetzt auch hier kein wirkliches Talent. Da gucke ich immer ganz gerne mal, weil da findet man von Zeit zu Zeit mal immer was. Was günstiges. Was jung ist. So. Aber natürlich nehmen wir da noch Spieler, die wirklich interessant werden für die Zukunft. Da ist er hier wirklich mit Abstand der Beste. Bayerns zweite Jahr. Das sehe ich nicht. Jonathan Tah wäre realistisch. Okay, da habe ich einen Kemter. Und einen Bergi, der gerade ausgeliehen wurde. Julian Queen auf der rechten Seite. Wann läuft der Vertrag aus? Oh, dieses Jahr, okay. Nehmen wir mal ins Blickfeld. Weil hier könnte ich mir vorstellen, dass ich sage, wisst ihr was? Wir holen uns Queen und lassen dafür Aidin auslaufen. Das wäre noch eine Möglichkeit. Wenn das klappt. Weil kaufen wollte ich jetzt nicht unbedingt. Dafür ist er mir zu teuer. Bin ich ehrlich. Aber ablösefrei würde ich ihn nehmen. Was ich auch mal gucken will, mindestens das. Eine Mindeststärke von 68 nur. Und zwar Vertrag weniger als ein Jahr. Die sind alle weniger als ein Jahr, okay. Queen hat man ja. Ott, okay. Ott kennen wir. Sean Parker, okay. Haben wir auch eine Liste. Dann vielleicht für Dings. Barcelonas zweite, okay. 1,88, schöne Größe.
kann aber leider kein Deutsch und ich möchte nur ungern Spieler haben, die kein Deutsch können. Da ist nur Kühe mit dem Talent, okay. Jovo, okay. Red Bull, okay. Auf dem Alter her auch. Uninteressant. Formulieren wir es mal so. Nicht schlecht, was da ausläuft. Sané in der Innenverteidigung läuft aus. 1,94 nehmen wir auch mal mit auf. Ist nicht schlecht. Aber im Großen und Ganzen sage ich jetzt einfach mal, wir speichern ab und sehen uns dann. Ja, es ist Pokal, da müssen wir. Pokal, da musst du 3D machen. Kann ich nicht anders sagen. Pokalspiel, damit dann auch. Ja, ihr wisst Bescheid. 3D-Modus, bis dahin, euer Robert. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao.